Hallo Leute, ich grüße euch. Moin Leute, mein Name ist BJ Adventure und das ist mein Kanal. Ja, und heute befinden wir uns hier wieder an unserer altbekannten Stelle. Und es geht heute um ein ganz besonderes Video, denn wir haben eure Kommentare selbstverständlich ernst genommen, gerade zur Feuerstelle. Da müssen wir einiges tun, das sehe ich eindeutig ein. Deswegen werden wir heute euch nochmal zeigen, wie es richtig geht, wie man ordnungsgemäß eine Feuerstelle aufbaut im Wald. Heute ist das Holz noch nasser als letztes Mal schon, wo trotzdem ihr schon... ist die Waldbrandgefahr nicht zu unterschätzen natürlich. Richtig, Waldbrandgefahr ist da. Die ist immer da im Wald, egal wie nass es ist. Grundsätzlich muss man einfach schauen, wo man bleibt und wo uns gelegen hat. Und diese Analyse quasi werden wir heute wirklich... Ja, wir sind gut ausgerüstet. Ich zeige euch mal kurz, was wir haben quasi zur Vorbeugung, falls was passieren sollte. Weil es können auch im Walde mal bei nassem Holz Stichflammen in Kraft treten, die wirklich nicht zu unterschätzen sind. Hier sind Äste drüber, die sind bestimmt höchstens 4 Meter drüber. Und da kann es schon mal zu Stichflammen kommen, die quasi auch diese Äste beschädigen können. So Leute, der wichtigste Gegenstand ist quasi dieser hier. Den sollte man bei jedem Bushcraft-Camp dabei haben. Ein professioneller Feuerlöscher, mit dem man quasi den Stichflammen vorbeugen kann. Und als nächstes ist es natürlich auch wichtig, immer ein Erste-Hilfe-Pack dabei zu haben. Besonders wichtige Gegenstände sind zum einen natürlich das Desinfektionsmittel. Zum anderen, und das finde ich viel wichtiger, dass man sowas im Wald dabei hat, ist ein Fieberthermometer. Weil falls Fieber auftritt, sollte man sich das Ding möglichst schnell in den Po schieben können. Zeckenzange, auch nicht unwichtig. Für Zecken, aber auch fürs Feuer zum Beispiel, kann man eben die kleinen Hölzerchen auch rauspicken. Mullbinden natürlich, alles das, was normal da ist. Aber merkt euch eins, vom Salat schrumpft der Bizeps. So Leute, das hier ist jetzt der Waldboden quasi, der ist jetzt natürlich schon durch uns auf Jahrzehnte hinweg. Also zerstört ist er sowieso und das tut uns leid, aber wir wollen ja unsere Fehler verbessern und werden deswegen den wirklich harten und sehr nassen Waldboden ausheben, um erstmal, ja, man sieht, es funktioniert gut, bis scheiße. Es ist quasi wie im Ackerbau früher im 14. Jahrhundert, man muss quasi mit einfachsten Holzmitteln den Waldboden bearbeiten. Aber nur eine kleine Stelle, denn es sei gesagt, dort wo es noch nicht gebrannt hat in den letzten Malen, sind auch noch Käfer und andere Lebewesen unterwegs, die es natürlich zu schützen gilt. So Leute, wir haben jetzt hier ein Loch ausgehoben, ein kleines Loch. Wir sind da auf die Kommentare eingegangen. Das ist tatsächlich wichtig und werden wir jetzt in Zukunft immer so machen. Der Minibagger ist bestellt. Das ist auch übrigens kein April-Scherz, wir meinen das alle völlig ernst. Dieses Video ist ernst zu nehmen. Und das meine ich ernst. Ich freue mich übrigens auf die Kommentare zu diesem Video. Die werden sicherlich überwiegend positiv ausfallen. Für alle professionellen Bushcrafter von euch empfehle ich wirklich, diese Feuerstelle mal auszuprobieren. Weil im Notfall kann man hier wirklich super löschen. Einen Feuerlöscher verlinke ich in der Videobeschreibung. Vielen Dank dann nochmal an Aldi zur Verfügungstellung dieses Feuerlöschers. Verkaufen die nicht, aber den habe ich eben, der hing da einfach rum. Wenn das mal keine gute Feuerstelle ist, dann weiß ich es aber auch nicht. So Freunde, wir haben jetzt hier ein Feuerzeug, damit werden wir gleich ein Feuer entfachen. Es ist sehr trocken, deswegen wird es sehr einfach gehen. Kommt mal mit, ich habe hier letztes Mal Birkenrinde reingelegt. So, damit können wir mal hier so ein bisschen was abmachen. Birkenrinde brennt wirklich ganz famos. Ja, gut. Jakob ist manchmal gut im Scherzen. Etwas Kleinholz ist da, das Feuer, ja, ist dabei, sich zu entfalten. Und jetzt kann es nämlich auch nicht mehr raus aus der Höhle des Löwens. Gar nicht mal so einfach mit dem Feuer. Weil wirklich sogar die trockene Birkenrinde feucht geworden ist. Zumindest dezent. So ist es halt im Wald. Aber niemals unterschätzt ihr bitte die Waldbrandgefahr. Leute, wir laufen Gefahr, es zu verlieren. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Es ist natürlich eine gewisse Gefahr bei so einer Kuhle, genügend Luft an das Feuer zu bringen. Um es nochmal zu erwähnen, die Käfer sind natürlich alle abgesammelt und werden später zubereitet. Die sind aber schon tot gewesen. An sich ist das quasi mal im Vergleich zu den Schuhen jetzt hier, das ist quasi die Hälfte, groß genug. Darauf kann man genügend Essen kochen für die ganze Familie. Das größer soll es wirklich nicht, weil... Die Waldbrandgefahr ist halt auch nicht so enorm. Die Waldbrandgefahr ist nicht mehr ganz so groß wie vorher. So Leute, das Feuer brennt und es ist tatsächlich eingebuddelt. Also eine völlig ordnungsgemäße Sachlage mit dem Feuer ab heute. Immer so auf diesem Kanal. Daumen nach oben für diese Aktion. Wahrscheinlich ist jetzt der ein oder andere Bushcrafter richtig abgefuckt von uns. Aber so soll das auch mal sein. Man kann ja auch mal ein bisschen polarisieren. Und natürlich ist das alles ernst gemeint. So Leute, ich habe noch eine Kleinigkeit gegessen.
Jetzt wird zusammengepackt, wir machen jetzt mal einen Rückzieher. Mehr oder weniger hektisch. Die Feuerstelle haben wir natürlich mit Erde überschüttet, wie sie das gehört. Nehmt dieses Video ernst, denn es ist ernst zu nehmen. Und bleibt in diesem Falle weder frei noch gesund. Bis zum nächsten Video. Die Waldbrandgefahr ist halt auch nicht so enorm. Die Waldbrandgefahr ist nicht mehr ganz so groß wie vorher.